erzähle ich mal was über die Gelbwesten hier in Germering. Ich bin die Rita, hier aus Germering, und deswegen mache ich das auch hier. Ich war auch schon viel in München aktiv politisch, und meine Motive, sich politisch zu engagieren, ja, mir geht es an sich gut, aber ich freue mich, wenn es anderen auch besser geht. Ich finde, Neid macht das Leben nicht schöner. Als Mutter habe ich schon Engstellen erlebt, also wo man weiß, man könnte mehr soziale Gerechtigkeit oder Hilfe brauchen. Kinder sind unsere Zukunft, darf man ruhig mehr nicht nur als Hilfe, sondern als Selbstverständlichkeit fast sehen. Unsere Zeit, wie ich sehe sehr viel Neoliberalismus, also Wirtschaftslobbyismus, der die Demokratie kauft, ne? Ganz klar. Und ich war schon auch hier Stadtratskandidatin, ich kenne da jede Menge Leute von den Parteien, und ja, ich bin hier selbstständig, deswegen auch die Verkleidung. Ich bin Corona-Maßnahmen kritisch, ich tue es nicht leugnen, ich versuche mit diesen Maßnahmen umzugehen, ich bin Jugendtrainer. Es ist immer etwas kontraproduktiv, als selbstständige Therapeutin hier Kritik zu üben, aber was wir mit der Jugend gemacht haben, war für mich nicht okay. Ich weiß auch, wie es in Altersheimen ausschaut. Ich arbeite mit onkologischen Patienten. Man hätte mal offen darüber reden dürfen, über einige Sachen. Das ist jetzt aber gar nicht so das Thema von Gilets Jaunes. Das war jetzt nur, warum ich so mit Sonnenbrille da bin. Aber auch Gilets Jaunes wollen jetzt keinen Personenkult. Wir wollen eine flache Hierarchie. Also es steht nicht meine Person im Vordergrund. Ne? Es spricht auch jeder von den Gilets Jaunes. Erst einmal, also Gilets Jaunes, Gelbwesten, für sich selbst. Wir arbeiten zusammen. Wir stehen für die Menschenrechte. Ja, also auch für Friedlichkeit. Auch wenn das sich von Paris aus nicht immer so, über Paris nicht so ausschaut. Das sind nicht unbedingt Gelbwesten. Aber jeder kann sich so eine Weste anziehen, ist klar. Also wir stehen für dezentrale Organisation. Deswegen auch Germering für mich. Und Sonnenbrille wieder mal, weil die Regierungskritik unheimlich gefrämt wird. Es gibt da so eine Partei, die das alles abräumt, mit der muss ich nicht viel zu tun haben. Aber man wird schnell in eine Ecke gestellt, wo ich nicht sein möchte, so einfach. Aber auch allein der Umgang mit Kritik hat mich dazu gebracht zu sagen, so geht's nicht. Andere Meinungen darf man nicht einfach so totschweigen. Auch die Medien sind gekauft, es kommt ganz vieles nicht. Was ich auch also zum Thema Corona im Ärzteblatt gefunden hatte, und dann plötzlich war es wieder weg, was man nicht verwerten konnte. Das ist sehr schade. Wir sollten uns wieder besser unterhalten. Ich tue keine Diktatur verharmlosen, keinen Putin, keine Grundrechte aushebeln, so Sachen. Wir nehmen das schon ernst, wollen aber in diesem Rahmen weiter die Demokratie wieder zum Volk bringen. Unsere Basisdemokratie stärken. Und Basisdemokratie muss natürlich auch geübt sein. Also Karl Valentin sagte so schön, es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Man braucht Moderation, man braucht Struktur, oder es ist einfacher damit. Und das kann man beim Kreiseln, also bei diesen Treffen, die wir samstags, mittags gerne machen, kann man das schon mal ganz üben, ganz gut üben. Welche Thematiken wollen wir aufgreifen? Was wollen wir machen? Es ist ein lokales Vernetzen. Wir haben auch aus diesen Montagsspaziergängen eine Trommelgruppe, Kräuterwanderung, Gymnastik. Wir helfen uns gegenseitig. Die Themen von Gilets Jaunes, wie gesagt, jeder spricht für sich selbst. Momentan ist in unserer Admin-Gruppe auch über den Pandemievertrag, der 24 durchgehen soll, ein Thema, wo die staatliche Souveränität möglicherweise an so einen Pharma-Club geht, sehe ich sehr bedenklich. Mit wir allgemein viele ein Problem haben, ist dieser Woka-Dogmatismus momentan. Ne? Man darf manche Sachen sagen, dann darf man sie nicht sagen, dann kommt man gleich in die braune Tonne. Man sollte über alles reden. Es ist nicht falsch zu gendern, ganz gewiss nicht, aber man kann alles übertreiben. Wir sind noch kein, also wir sind kein Partei und noch kein Verein. Es wäre schön, wenn wir mal eine Gewerkschaft werden oder Genossenschaft. Wir sind alles Amateure, daher auch Low-Budget,
also einfach gehalten, keine Fachkräfte noch nicht, leider. Aber wir werden da schon noch hinkommen. Wir haben eine gute Homepage. Wie gesagt, die Menschlichkeit, es stehen nicht die allgemeine Erklärung der Menschenrechte als solche drauf, aber es läuft darauf hinaus. Friedlichkeit. Wir sind offen für alle Menschen. Ich mache auch Aikido, also ich kann mich auch gut mit der Polizei unterhalten. Die darf, das sind auch Arbeitnehmer, ne, die da mitreden sollen dürfen. Wir möchten gerne auf Augenhöhe bleiben mit allen Menschen. Niemand ausgrenzen von dem hier, also diese Thematik, ne, welche Seite auch immer, eher sehen oben und unten. Wir sind ne, die Einfachen und oben sind die, die das Geld abschöpfen. Dieses Neoliberale, das ist, ja, die Welt gehört uns allen, nicht nur denen. Bargelderhalt ist für einige noch ein Thema, weil Bargeld bedeutet Freiheit. Über diese digitale Überwachung lässt sich ein Mensch, wenn er anderer Meinung ist, quasi zahlungsunfähig machen. Das sind also, ja, bedeutet Freiheit. Free Assange ist noch für viele ein Thema. Freier Journalismus, ihn als Person, ich glaube, der hat schon lang genug gesessen. Man kann da auch gerne alleine anfangen, machen viele. Wir würden die Werbung übernehmen, es mit auf unsere Homepage nehmen. Über die Homepage kommt man auch auf mich, Rita aus Germering. Und ja, man ist nicht allein. Wenn man weiß, in verschiedenen anderen Städten sind auch gleichzeitig Gelbwesten, das spürt man. Es geht um eine Idee. Wir bieten auch Videokonfis an, ich glaube mittwochs alle 2 Wochen. Da kann man fragen, läuft ganz nett.